Liebe Schwandorferinnen und Schwandorfer, die Meierhofer Anwesen sind ein Schandfleck in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Gesprächssituation zwischen dem Eigentümer, Herrn Meierhofer, und der Verwaltung ist mehr als zerrüttet. Herr Meierhofer musste sich die Abrissgenehmigung vor Gericht erstreiten. Die Verwaltung will Herr Meierhofer nur eine Bebauung wie im jetzigen Bestand, das heißt Erdgeschoss, erster Stock, Dachgeschoss, erlauben. Der Eigentümer will aber größer bauen. Aufgrund der umliegenden Bebauung, die jeweils um mindestens ein Stockwerk höher ist, halte ich es jedoch für richtig und angemessen, auch Herrn Meierhofer eine solche Bebauung zu ermöglichen. Als Oberbürgermeister werde ich daher das Gespräch mit Herrn Meierhofer suchen und ihm eine Bebauung, wie es die Umgebungsbebauung ist, anbieten und ermöglichen. Ich denke, durch diesen Schritt wird es möglich sein, diesen Schandfleck in der nächsten Zeit zu entfernen und durch einen ansprechenden Neubau zu ersetzen. Darum bitte ich Sie um Ihre Stimme bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Schwandorf. Ihr Kurt Michaller.